Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Timeout, den Teufelskanal der Roten Teufel Bad Nauheim. Es ist Derby-Time und gleichzeitig Punktspiel, Heimauftakt des EC Bad Nauheims am Sonntag, den 30. September 2012. Hieß es wieder EC Bad Nauheim gegen den Nachbarn aus Frankfurt, die Löwen zu Gast. Die Verantwortlichen hatten vor dem Stadion einen Bierwagen aufgebaut. Die Stadiontore öffneten sogar 2 Stunden vor Spielbeginn. Denn so groß war der Andrang, der Nachwuchs auch unterstützte, verteilte die Stadionzeitung. Tja, und die Fans, letzte Saison 4-mal im Derby gewonnen. Wie wäre es dieses Mal in dieser Saison? Tja, die beiden mit verändertem Gesicht, die Löwen ordentlich nachgerüstet. Nach der enttäuschenden letzten Spielzeit wollen sie es diesmal wissen. Und der EC Bad Nauheim, die Roten Teufel, ja, ein rundum erneuertes Team. Da wird man abwarten müssen, zumal man auch erst seit 4 Wochen auf dem Eis steht und der Gegner schon wesentlich länger. Der Derby-Sieger, das war genau die Frage. Wer würde an diesem Sonntag vor pickepackevollem Haus sich am Ende wieder Derby-Sieger nennen dürfen? Es war angerichtet, beim EC Bad Nauheim fehlten die verletzten Matthias Baldis und auch Pierre Wex und ganz kurzfristig noch Jan-Niklas Pietsch. Er musste ins Krankenhaus mit einem Zuckerschock. Und bei den Frankfurtern, das wissen wir, Danny Albrecht und auch Lance Monick, die fehlten ebenfalls verletzungsbedingt. Aber unter der Woche mit Jakob Rumpel konnte man zumindest einen Kontingentspieler hinzu verpflichten. Also gehen wir rein in diese Partie, in diese mit Spannung geladene Partie. Fangen wir noch ein bisschen die Stimmung ein. Und der neue Kapitän, Chris Stanley, er wurde aus dem Mannschaftskreis selbst bestimmt. Er schwor seine Mannen ein vor dem ersten Bulli. Und für Frank Carnevale war es natürlich auch ein richtungsweisendes Spiel, weil er natürlich noch nicht ganz so auf dem Laufenden wie die Stärke der Mannschaften aussehen würde. Und so konnte er sich also gleich am Anfang ein Bild machen von den Frankfurter Löwen, die er als ersten Konkurrent um den Aufstieg ansieht. Aber zunächst einmal mit offenem Visier ging es gleich los. Nicht großes Taktieren. Der EC Bad Nauheim war im Vorwärtsgang in den ersten 2-3 Minuten. Hatte auch eine gute Chance zu verzeichnen. Dann aber dieser Fehlpass von Tim May. Er mit seinem Körper setzt sich hier schön ein. Jappe bekommt die Scheibe nicht weg. Tim May kann hier die Scheibe vielleicht raus befördern. Sie landet bei Tom Fiedler genau vor seinen Füßen. Und in der 5. Minute das frühe Tor für die Löwen. 0-1. Natürlich aus ihrer Sicht ein guter Auftakt. Und genau andersrum halt für die Hausherren. Und die Löwenfans, selbstverständlich waren sie hinter ihrer Mannschaft. Wie aber auch die EC-Fans. Und dann gab es einiges an Strafzeiten gegen die Löwen zunächst. 2-mal konnten die Roten Teufel in Überzahl spielen in den ersten Minuten. Allerdings war es ein Manko bislang im Training, das hatte Frank Carnevale. Das Powerplay gefällt ihm noch nicht so ganz und das konnte man hier auch wieder sehen. Wenn die Fans natürlich ihre Mannschaft nach vorne schreien wollten, es war intensiv, wie hier Patrick Strauch eben auch feststellen musste. Hohes Tempo! Und dann war hier nur noch mit einem Foul der Stürmer zu stoppen. Jetzt auch mal Powerplay für die Löwen in der 12. Minute. Gutes Vorcheck immer von Eddie Rinke. Boris Ackers. Ja, ein bisschen wackelig in dieser Szene. Und das bringt natürlich Sekunden für die Roten Teufel, die das in Unterzahl schon sehr gut macht. Wie gesagt, im Powerplay lief es noch nicht ganz so rund. Aber mit einmal weniger. Das konnten sie dann auch gleich in der nächsten Szene wieder probieren. 15. Minute. Eddie Rinke. Letzte Korrekturen von Frank Carnevale vor diesem Unterzahlspiel. Bulli vor dem Kasten des EC Bad Nauheims. Scheibe kommt an die Blaue. Verdeckter Schuss jetzt hier. Ober noch mit dem Rebound. Noch ein Rebound. Und da steht dann Gold richtig. Patrick Schmidt kann mit dem 2. Rebound. Das darf natürlich nie und nimmer passieren. Da muss die Abwehr abräumen. Kann er mit der Rückhand das Hartgummi in der 17. Minute über die Linie drücken. Ja, Frank Rente sagte Ruhe, Ruhe zu seiner Mannschaft. Das ist natürlich schwierig, wenn man einen solch engagierten Coach hinter sich stehen hat, da ruhig zu bleiben. Aber für Carnevale stand ihm hier auch in nichts nach. Mal die Gelegenheit in Überzahl vor der ersten Pause für den EC Bad Nauheim, vielleicht zumindest den Anschlusstreffer zu machen, der so wichtig wäre, auch dieser psychologisch wichtige Treffer. Vermeintlich weitere Strafzeit nicht gegeben. Und Polzer, das dauert ein bisschen zu lange. Da fehlen noch die Millisekunden, um hier vielleicht zum Abschluss zu kommen. Also mit einer Hypothek ging es erstmal in den Mittelabschnitt. Und in diesem die Löwen
nochmal mit einem Gang mehr zugelegt, denn sie spielten die meiste Zahl mit 5 Spielern. Nur eine Strafe in diesem Mittelabschnitt und das machte sich gleich bemerkbar. Sie übten Druck aus auf Thomas Rover, der bekam jetzt einiges zu tun in diesen zweiten 20 Spielminuten. Frankfurt spielte sehr schnell von hinten heraus, bekam einen Konter hier auf Sven Breiter, den Ex-Teufel, das Tor verschoben. Jetzt erfolgt der Pfiff, die Scheibe zwar im Netz, aber das Tor kann natürlich nicht gegeben werden. Das Tor war schon lange verschoben, aber das war gefährlich. Ein 2-1 Konter, Liesegang auf Breiter, da wäre es fast passiert, das dritte Tor. Und die Löwen bekamen weitere Möglichkeiten, machten ordentlich Druck auf den Kasten vom Bad Nauheimer Goalie. Ein hohes Tempo legten die Gäste aus der Mainstadt hier an den Tag. Das dritte Tor wäre vielleicht schon etwas wie die Vorentscheidung gewesen, wer weiß. Bad Nauheim konnte eigentlich nur kontern im eigenen Stadion. Dieser verdeckte Schuss von Schreiber, kein Problem für Boris Ackers. Ja, und hinzu kam einiges an Strafzeiten gegen den EC. Daniel Ketter, 27. Minute, kriegt dieses Bandenchecks draußen. Nächste Szene. Over. Sehr reaktionsschnell zur Stelle gegen Pohanka. Noch eine weitere Strafe sogar gegen Franz in der 28. Minute. Also jetzt 5-3 Powerplay für die Löwen. Patrick Strauch will sich da einsetzen. Vielleicht ein bisschen übermotiviert hier in dieser Situation. Ein Stockschlag, der wird gegeben. Die Strafe angezeigt. Und jetzt ausgesprochen im Viermann-System ja dieses Spiel geleitet. Also Patrick Strauch auch noch draußen. Mehr als 2 Minuten, 5-3 Powerplay in Summe für die Löwen. Aber wir haben schon im ersten Drittel gesehen, das Unterzahlspiel, das funktioniert beim EC Bad Nauheim bislang schon sehr ansehnlich und sogar mit 2 Mann weniger schafft man es, immer wieder die Scheibe irgendwie rauszubringen. Das klappte also wunderbar. Man konnte sich ja hinten auch noch auf einen starken Torhüter verlassen, der stets zur Stelle war und die Scheibe auch festhielt, keine Rebounds zuließ. Und auch seine Vorderleute. Ketter gegen Breiter mit deutlicher Körpersprache. Das wollen die Fans natürlich auch sehen und das gehört auch zu einer erfolgreichen Mannschaft dazu. Aber gleich in der nächsten Situation wieder Over. Also der EC überstand diese brenzlige Situation. Trotzdem kam man fast so gut wie gar nicht vor den Kasten von Boris Acker. Stattdessen wieder ein Konter. Liesegang in der 32. Minute. Da war der EC in Überzahl sogar. Sogar gar noch in der nächsten Möglichkeit. Wieder Liesegang mit einem Konter. Wieder Over. Also 2-mal rettete er hier mit der Stockhand gegen den Stürmer mit der Nummer 98. Da wäre das dritte Tor eigentlich schon lange fällig gewesen. Und die Löwen ließen ihre Chancen doch hier so richtig liegen. Rinke im zweiten. Und jetzt geht der Arm hoch. Wieder Strafzeit. 33. Minute. Vierte Unterzahl-Situation vom EC. Perspektive Powerplay der Löwen. Also vielleicht jetzt die Löwen mit dem dritten Treffer, aber immer wieder Ober war der beste Mann bis dahin bei den Roten Teufeln. Hielt seine Mannschaft im Spiel. Hielt zunächst das 0-2. Das gut und gerne hier ein 0-3 hätte sein können. Breiter wurde wunderbar bedient, hat auch schon gejubelt, aber wieder der Goalie mit der Nummer 43 beim EC Bad Nauheim. Also er hielt sein Team im Spiel. Was sollten die Roten Teufel zeigen? Liesegang wollte hier mit einem Trick mal versuchen. Das war so eine kleine Initialzündung. Denn jetzt mal der EC nach vorne. Stanley sucht den Querpass, noch abgeschirmt. Aber irgendwie waren die Hausherren jetzt besser im Spiel. Ganz plötzlich marschierten sie nach vorne. Kam vor Boris Ackers und Polzer. Knapp vorbei. Tja, und Frank Gentis vielleicht ein bisschen zu viel Ruhe ausgesprochen. Sein Spieler und bleibt ruhig und das nutzen die Roten Teufel, denn sie treten jetzt auf. Maaßen sucht mit dem Querpass einen Abnehmer, das passt noch nicht ganz hundertprozentig. Hier auch in den Schuss von Michel Maaßen, aber das sah doch jetzt schon vielversprechend aus. Man tastete sich so langsam an den Kasten von Boris Ackers heran. Lukas Laub, der Verlängerungsspieler, bekam einiges an Eiszeit in diesem zweiten Drittel, aufgrund der Verletzten natürlich auch zwingend notwendig. Dann die erste Reihe bei Bad Nauheim und der Rebound von diesem Schuss nach Chris Stanley's Schuss. Nutzt Konstantin Fersen auf 38. Minute, schaltet am schnellsten. Ackers kann das Hartgummi nicht festhalten und drückt mit der Rückhand also das Hartgummi über die Linie. Anschlusstreffer. Sehr zum Jubel der Fans im ausverkauften Köln-Nordstadion, sofern sie denn ein rotes bzw. weißes Trikot anhatten.
Und da war also genau zu dem richtigen Zeitpunkt vor der zweiten Pause dieser wichtige Anschlusstreffer. Und der FC weiter suchte er seinen Heil nach vorne in die Rinke. Ackers hielt hier das Hartgummi fest. Der bekam jetzt ein bisschen mehr zu tun. Sah sich unter Beschuss der Hausherren, die vor dem zweiten Pausentee noch weitere Möglichkeiten und sogar auf den Ausgleich hatten. Und Boris Ackers mit der Fangart noch dran gegenüber das Tor. Steigte noch knapp die Latte. Da war auch die Fankurve selbstverständlich wieder da. Tja, und dann mal Pause und Frank Carvalho fragte bei den Schützen nochmal nach wegen den vielen Strafzeiten, die sein Team kassierte. Und gleich kommt im Rücken Frank Lentges dazu. Chris Stanley ebenfalls dabei. Und jetzt gibt es ein kleines Wortgefecht zwischen den beiden Übungsleitern auf beiden Seiten. Hier beginnt die Show. Chris Stanley will dann auch schlichten und sich dazwischen stellen. Und dann ging es so richtig rund im Kabinengang. Also von der Ruhe, die er seinen Spielern mitgeben wollte, da war bei ihm selber dann nicht viel zu sehen im Kabinengang. Beide Trainer natürlich sehr emotional. Und genauso sollte es dann auch im dritten Drittel werden. Viel Emotionen jetzt in diesem Spiel. Und es sollte sich eine Partie mit einem hohen Dramatikfaktor entwickeln. Zunächst Chris Stanley. Natürlich drücken sie auf den Ausgleich der Roten Teufel. Paar Sekunden ganz gut im Griff, aber dann dieser Pass plötzlich am 2 auf 1 Konter. Liesgang, verdeckter Schuss durch die Schoner von Thomas Over, 42. Minute nach Vorlage von Jakob Rumpel. Macht also Liesgang das 3:1 für die Löwen, aber was er dann macht, der hätte er lieber sein lassen. Er klopft mehrfach mit dem Schläger hier zu hören an das Plexiglas und der Unparteiische zeigt sofort an. Dafür gibt es 10 Minuten. Also Liesgang draußen in dieser wichtigen Phase des Spiels. Trotzdem zunächst die Löwen mit einer Szene. Pohanka hätte hier das 4. Tor machen können, wenn nicht sogar machen müssen. Das wäre dann mit Sicherheit die Vorentscheidung gewesen. Aber dieser Gang ein wichtiger Spieler von Frank Gentges. Er also jetzt draußen. Es gab so ein bisschen Bruch im Spiel der Löwen. Bad Nauheim kam jetzt. Lukas Laub erhielt weiterhin Eiszeit. Scheibe erstmal draußen, aber kommt gleich wieder in die andere Richtung. Eddie Rinke. Er tankt sich durch und schießt und über die Fangern von Boris Ackers. 46. Minute. Wieder Anschlusstreffer 2:3. Ein schönes Solo vom deutschen Letten. Einfach mal aufs Tor geschossen. Und da war Ackers überrascht. Kann die Scheibe nicht festhalten. Wieder der Anschluss und wieder sind die Roten Teufel drin in diesem Match. Jetzt war also noch alles möglich und jetzt spielte nur noch der EC Bad Nauheim. Nur noch im Vorwärtsgang. Boris Ackers immer wieder im Blickpunkt von den Löwen. Nicht mehr viel zu sehen. Es sah auch fast so aus, als würden ihm die Beine ein bisschen schwer werden. Sie bekamen auch ein paar Strafzeiten noch hier in der 49. Minute Powerplay EC. Die Gelegenheit auf den Ausgleich. Löwen wieder komplett. Wieder Lukas Laub, der ist immer ein schneller Viertel-Lizenzspieler. Hält die Scheibe erstmal drin, gibt sie nicht verloren. Auch hier nicht, wo sie eigentlich schon weg ist. Nochmal mit dem Schlittschuh. Alex Baum hinter dem Tor. Janne Kujala schaltet schnell und Michel Maaßen steht im Slot. 3:3. Ausgleich. 52. Minute. Jetzt stand natürlich die Halle Kopf. Michel Maaßen macht den 3:3 Ausgleichstreffer. Aber auch super die Vorarbeit von Lukas Laub. Hier nochmal mit der Nebentorkamera zu sehen. Lukas Laub, jetzt mit dem Schlittschuh, Alex Baum zieht ab, Janne Kujala schaltet nach vorne,
Tor. Tja, die Löwen geschockt und Bad Nauheim drückte weiter. Wollte natürlich den Siegtreffer noch machen. War noch 8 Minuten zu spielen, Zeit genug also. Und sie waren ja dran. Konstantin Fürsendorf mit den besten Gelegenheiten. Stanley, jetzt ließ von Cannavale mit 8 Stürmern und 4 Verteidigern spielen. Natürlich seine vermeintlich stärksten Leute schickt er aufs Eis. Er merkte, hier ist noch was möglich. Sie waren dran. Am 4. Treffer. Einfach natürlich Eddie Rinke, Chris Stanley und Konstantin Fürsendorf. Parade, Reihe. Sehr schön zu sehen auch, dass man den Gegner kräftemäßig hier beherrschte. Wie gesagt, mit dem reduzierten Personal hatte man die Löwen gut im Griff. Es wurde natürlich nochmal so richtig hitzig, das ist klar. Hier kommt jetzt jede Kleinigkeit entscheiden. Da wollen wir nochmal Präsenz zeigen. Frank Gentis, jetzt war er die Ruhe selbst. War vielleicht noch ein bisschen konzerniert, dass man die ganzen Möglichkeiten im zweiten Drittel vor allen Dingen liegen ließ. Hätte das Spiel eigentlich schon entschieden haben können. Und so sah er noch einmal die roten Teufel, wie sie Gas gaben und in Richtung seines Torhüters Boris Acker spielten. Wieder Stanley mit Fürsendorf. Und jetzt war Boris Ackers, steht zur Stelle und dann kommt Sven Breiter mit Anlauf, will sich den Fürsendorf schnappen. Der lässt sich aber nicht großartig provozieren. Sven Breiter hingegen lässt Handschuhe fallen, zieht den Helm aus und stattdessen, dass er den Konstantin Fürsendorf provoziert und vielleicht zu einer Strafe hinreißen lässt, wird er plötzlich provoziert und lässt alles fallen, hier auch nochmal zu sehen. Das blieb den Referees natürlich nicht verborgen. Und für die Aktion gab es also für den Ex-Teufel 2 plus 10 Strafminuten. Hat er seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Anstatt, dass er vielleicht ein paar neue Spieler mit rausnimmt, ging er also selber vorzeitig in die Kabine. Denn es war klar, er würde nicht mehr wiederkommen, da nur noch 5 Minuten zu spielen waren. Und die Roten Teufel nochmal im Vorwärtsgang. Vielleicht doch noch vor der 60-Minuten-Marke das 4. Tor. Möglichkeit dazu gab es durchaus. Sehr robust hier Eddie Rinke an der Bande, kaum von der Scheibe zu trennen. Aber nach 16 Minuten, es blieb erstmal beim 3:3. Das war, wenn man sich den Spielverlauf angeschaut hat, aus Sicht der Roten Teufel glücklich, würden wir mal sagen. Am Ende aber doch verdient, weil der Einsatz im letzten Drittel stimmte absolut. Also der Punkt geht auf jeden Fall in Ordnung für den EC Bad Nauheim. Ja, 4 gegen 4 wird ja gespielt in der Overtime. Und da hatten die Roten Teufel zunächst durch Stanley die erste Möglichkeit. Hatte Leber für Ackers. Es gibt natürlich einiges an Platz bei 4 gegen 4 in diesen 5 Minuten in der Overtime. Gefährlich jetzt die Löwen mit Kohanka. Natürlich auch hier der Paradesturm bei den Gästen auf dem Feld. Immer noch im Scheibenbesitz. Hier kommt die Scheibe nicht weg und da ist Pohanka. Zweiter Nachschuss, macht er das Tor. 63 Minute, Siegtreffer 4:3. Das Spiel war entschieden. Der erste Derby-Sieg für die Frankfurter seit 1987. Natürlich hat man auch viele, viele Jahre nicht gemeinsam in einer Liga gespielt. Aber in der letzten Saison 4-mal eben unterlegen und jetzt freute man sich. Es hat geklappt. Aber der EC Bad Nauheim muss sich nicht grämen. Gegen eine starke Frankfurter Mannschaft hat man verloren und die Punkteverteilung geht unter dem Strich, würde ich mal sagen, auch in Ordnung. Aber was dann auf dem Eis abging, das war nicht in Ordnung. Vor allem nicht, dass aus dem Publikum Gegenstände auf das Eis fliegen. Es wurde auch einer identifiziert. Ein Werfer bekam gleich Stadionverbot. Das erzürnte natürlich Frank Gentges. Er zeigte hier eine Flasche. Es war nicht aufzuklären, wo sie herkam und was er damit wollte. Holte sie von der Bank, zeigte hier von der Bank kommt die. Aber
wollen wir diese Negativ-Szenen, wenn es geht, am besten nicht ausblenden, nicht vergessen, aber uns lieber den sportlichen widmen, das ist wesentlich wichtiger. Ein tolles Rhein-Main-Derby ging zu Ende, ein verdienter Erfolg für die Löwen, aber trotzdem, der Rhein-Main hat einiges hier gezeigt. Das wird eine tolle Saison, da sind wir uns alle sicher und man sieht sich ja auf jeden Fall nochmal am Ratsweg wieder. Und bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit, macht's gut und tschüss.